Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 17 Karriere. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben jetzt Salzburg. Wir sind in Salzburg zu Gast und können die Salzburger noch mehr weiter entfernt halten. Wobei Mattersburg ist in erster Linie 12 Punkte von uns entfernt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, schreibt auch in die Kommentare, welche Karriere ich in FIFA 18 starten soll. Und in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, normalerweise sollte das ein Spitzenspiel sein, aber ja, Salzburg ist sehr weit abgeschlagen. Und die müssten eigentlich Gas geben, bringen in einer Champions League gar nichts zusammen. Sehr gut erkämpft, stark von einem unserer Spieler, aber gleichzeitig wieder ein Blödsinn zusammengespielt. Sollten natürlich die Salzburger auch auf Distanz halten. Zu Hause sind sie eine Heimmacht. Im Sitzenheim, wollte ich sagen. Ja, es ist Sitzenheim, glaube ich. Die Red Bull Arena. Hui, da kommt er durch. Gutes Zusammenspiel der Verteidigung. Mastur. Und da ist Arnautovic. Kriegt er denn noch? Ja, natürlich. Das gibt's überhaupt nicht. Schöner Schuss, aber sehr schade darum. Sehr, sehr schade darum, dass der nicht reingegangen ist. So. Wow, was für eine weite Flanke, die auch noch ankommt. Minamino jetzt am Ball. Minamino. Tabur. Und Koch. Ui, da ist noch nichts vorbei. Nichts abgedämpft. Achtung. Böse. Und was für ein Tor. Den kann er nicht mehr abwehren. Und die Führung ist verdient für Salzburg. Radosevic trifft hier eindeutig und ganz gut nach einem missglückten Abwehrfehler. Das ist auch wieder nichts. Naja, sehr schade. Sehr, sehr bitter. Keine Ahnung, die machen hier alles richtig eigentlich. Nächste Chance. Hui. Das hätte die verdiente Führung für die Salzburger sein können, also den Ausbau der Führung natürlich. Attic, Paris Attic, der kennt Salzburg schon von seiner ersten Saison. Das gibt's ja gar nicht, weil Handspiel, ja. Würde ich jetzt auch als gelbe Karte bezichtigen, Arnautovic. Aber nee, das ist noch besser. Na, was ist jetzt? Gibt es da eine gelbe Karte? Hä? Wahnsinn, wann darf ich denn schießen? Jetzt. Und es gibt einen Eckball. Und der wird gehalten, Wahnsinn. Okay. Auch nicht schlecht. Sollte eigentlich ein Eckball sein. Da ist Avoni wieder. Avoni will hier in den Strafraum rein. Schöner Pass. Das gibt's gar nicht. Den wollten wir gar nicht anspielen. So, Achtung. Und Salzburg stellt sich hier hinten rein. Gut gemacht. Da ist Attic. Ah, wieder der falsche Spieler angespielt. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber Sturm hat schon wieder den Ball. Attic. Schön gemacht.
Wir kriegen den Ball nicht durch. Jetzt vielleicht mal. Da ist Holzhauser. Und der Torhüter hält hier souverän. So. Ah, was das war, verstehe ich jetzt auch nicht. Schön gemacht. Holzhauser wieder. Holzhauser. Du kannst ja keinen Spieler hier ordentlich anspielen, ohne dass hier... Na komm schon. Schön erkämpft. Toll gemacht. Kein Foul. Da ist Schovesberger. Das gibt's ja gar nicht. Noch einmal eine Chance und das gibt's wirklich nicht. Wow. Flanke hinein, aber auch wieder nichts. Lächerlich das Ganze. Der muss rausgehen eigentlich, geht er nicht. Da ist Munas Tapur. Schön gemacht. Da ist Avoni. Da ist der nächste Spieler, Arnautovic. Arnautovic wirkt schon ziemlich müde und ja. Sehr, sehr witzig, das Ganze. Okay, da wird eiskalt aufgelegt. Da ist Honsack. 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 Ah, hier passiert nichts Besonderes. Meine Güte. Die können den Ball nicht ordentlich ausführen. So, schnelles Umschaltspiel vielleicht. Aber nie. Warum der so kompliziert spielt, verstehe ich jetzt auch nicht. Arnautovic. Marco Arnautovic. Jetzt vielleicht der Lochpass. Sehr schön und... Schade. Schade, schade. Salzburg versucht hier alles. Das gibt's nicht. Du kommst nirgendwo durch. Sehr schade. Schön gespielt. Salzburg stellt sich auch hinten rein wie ein irrsinniges Wahnsinnswerk. Aber nie. Bleibt auch hängen. Mastur. Mastur. Ja, die können alle nicht ordentlich schießen. Dieses Salzburger Stadion. Dieser Rasen. Ist keine Ausrede. Achtung, jetzt noch einmal eine Riesengelegenheit, Radzowski. Die treffen aus einigen kleinen Situationen. Ja, gibt's denn das? Was ist mit Sturm los? Arnautovic. Es dürfte die letzten Spiele ziemlich brutal zugegangen sein. 2:0 für Salzburg und das in der ersten Halbzeit. Was ist denn hier bitte los? Ein Arnautovic bringt nichts mehr zusammen. Da müssen wir Igboniki rein und Avoni rein. Rastau. Und jetzt gehen wir. Probieren wir Vollgas geben. Rein in die zweite Halbzeit. Schovesberger. Ja, komm. Du hast den Pass sicher durchschaut. Schön gemacht. Jetzt mal Igboniki. Das gibt's nicht. Dieser Goalie ist ein Wahnsinn. Warum schießt er nicht? Flanke? Auch nicht. Schade. Ja, das wird wahrscheinlich die erste Niederlage hier. Ah, kommt auch nicht vorbei, sehr schade. Hat sich den Ball erkämpft, toll, aber es kommt keiner nach. Ja. Lächerlich. Das Ganze ist hier alles sehr lächerlich. Man merkt, dass die Salzburger hier auch noch ziemlich tief hinten drin stehen.
Und die wollen gar nicht mal ordentlich spielen. Probier's mal mit dem langen Ball. Es kommt kein Pass an. Was ist denn hier los? Kombinationsspiel. Jetzt ist Schoversberger mal drinnen. Schoversberger und jetzt steht es 2:1. Jetzt könnte eine Chance da sein. Das ist der Van den Bosch. Unser junger Superspieler. Alexander Van den Bosch. 5 Tore in der Liga bereits. Wird nicht allzu oft eingesetzt, aber wenn er die Chance bekommt, trifft er auch. Ah. Okay, so. Sehr gut gespielt. Jetzt mal schicken. Da ist wieder Iqbal Nike. Der Io. Das gibt's auch nicht. Salzburg lässt sich hier nicht viel gefallen, stellt sich total hinten rein. Und Sturm fecht hier immer wieder die Bälle ab. Und warum hier hinten kein einziger Sturmspieler steht mehr, verstehe ich jetzt auch nicht. Liegt aber natürlich, ich weiß nicht, der läuft einfach vom Ball weg. Ist er betrunken? Schön gemacht. Und wieder auf und davon, das ist Iqbal Nike. Muss es eigentlich selber machen. Eckball Nummer 100.000. Ach komm schon, 66 Minuten gespielt. Wir wollen die Salzburger hier biegen und brechen. Schöner Pass. Ah, kommt er nicht durch. Die stehen hier in der Mitte so dicht. Achtung, gefährlich. Die Salzburger sind hier sehr gefährlich. Hier kommt keiner mehr hinten nach. Was ist denn? Hol dir den Ball. Ernsthaft, ich habe nicht mal eine Taste gedrückt. Und er pfeift Elfmeter. Der Schiedsrichter pfeift hier Elfmeter. Das gibt's gar nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ja. Das darf nicht wahr sein. Damit steht es 3:1. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso, wieso und sowieso. So, hier kommt auch keiner über die Seiten. Was ist hier los? So, Koch kommt hier rein. Keine ordentliche Flanke. Das ist traurig. Was ist mit Schobesberger los? Artig, alle kaputt. Vielleicht mal ein Reiner. Vielleicht kann Rainer uns retten. Aber der ist viel zu kurz hier dann drinnen, dass er hier 3 Tore schießt. Einen Hattrick. Ah, Salzburg macht hier das Spiel. Ja, wir können keinen Salzburger den Ball abnehmen hier. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft los ist. Das ist mal das Erste. So. Da ist wieder ein guter Pass dabei. Aber der Ball kommt hier nicht an. Hier gibt es auch keinen Elfmeter. So. Ja, darfst du nichts machen. Das muss schneller gehen. Kommt schon, Burschen. Hä? Was ist denn mit euch bitte los? Ja, genau. Als ob das funktionieren würde. So, den Goalie holen wir jetzt raus. Schön gemacht. Ja, darfst du nicht abwehren. Darfst du auch nicht abwehren. So, da ist wieder Rotpuller. Was der da vorne tut, ist keine andere Sache. Das ist... Was?! Was soll denn das werden, bitte? Ja, ist eine Niederlage, eindeutig. Denn, ja, das Spiel lasst mich hier kein einziges ordentliches... Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Das Spiel lasst mich
Hier keine ordentliche, jetzt sicher Eckball. Ich hab den nicht mal berührt! Was ist das für ein Schiedsrichter? Ja, da kommt man nicht dran. Die Salzburger haben mehr Kraft als sonst was. Schaut euch das an. Die stehen immer neben. Immer stehen sie neben. Jetzt mal. Und das ist 3 zu 2. Viel zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Oh, das ist eine harte Bandage hier. Die Salzburger wollen hier das Unentschieden halten. Machen das auch richtig intelligent, indem sie den Ball hier verschieben. Kein Foul. Ja, die kommen da durch. Schaut euch das mal an. Und der Schiedsrichter gibt sie die gelbe Karte noch oben drauf. Damit schön. Ja, was ist denn? Wiederholungen brauche ich nicht. Die will ich gar nicht sehen. Schnell weiterleiten, schnell weiterleiten. Zack. Und jetzt hat sein... Ah, sehr schwer. Er hat's auf den Fuß. Ich hab darüber gezielt. Er gibt nicht mal Elfmeter. Was ist mit dem Schiri hier los? Ja, komm. Wenn der Gegner bitte, Leute, wenn der Gegner bitte so knapp hinten ist, lasst er 6 Minuten nachspielen, obwohl 3 Minuten stehen. Das ist irrsinnig. Regt mich total auf, weil Salzburg ist, weil es die beschissenen Salzburger sind, die jeden richtig tief wurscht. Ich will da mich nicht äußern. Austria Wien gegen Admira. Lächerlich sowas. Echt lächerlich. Die wollen alle weg. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.